Oh, ja. Da sind wir wieder in Oddworld New and Tasty, Episode Nummer 11. Wir sind hier in Sulak 1 und genau so fängt das hier an. Da pennt einfach mal so ein Slick vor uns und da oben ist so ein Service-Schalter. Der ist dann dafür da, der ruft wahrscheinlich so weitere Wachen und so. Und ja, wir werden jetzt erstmal den Sulak hier erkunden. Das machen wir aber nicht selber. Stattdessen schnappen wir uns einfach den Typen hier. So, Sliggy, mach was. So, jetzt haben wir hier so... So, wir haben jetzt hier also diese, diese Spracherkennungsdinger, wo dann abgefragt wird. Da muss man dann ähnlich wie bei den Furztests einen bestimmten Code eingeben und dann darf man passieren. Und dafür braucht man natürlich Slicks. Ape kann das natürlich nicht. Und deswegen mussten wir uns hier den Slick ausborgen und haben jetzt den da mal erschossen. Und jetzt können wir uns auch schon von dem verabschieden, denn der Weg ist frei. Und ja, damit können wir jetzt weiter zu Sulak 2 erkunden. Wo geht's denn hier hin? Interessant. Hier geht es also in Sulak 3 und hier sind jetzt wieder so drei Tore. So ähnlich wie bei den, bei diesen Challenge-Toren, bei den Prüfungen. Und hier können wir jetzt auch schon sehen, 201 Mitarbeiter leben noch, 50 sind tot. 48 sind entkommen. Das ist nicht gerade viel, da muss noch viel mehr werden. Wir müssen uns jetzt hier, gerade nach Sulak 1, sind bestimmt einige durch die Lappen gegangen. Da müssen wir uns jetzt mal, doppelt so anstrengen und zusehen, dass wir hier noch ein paar Mudaken retten. Und hier haben wir auch schon zwei. Und da ist ein Bewegungsmelder. Na toll. Slick Chat. Alles klar. Vielleicht können wir den auslösen, dann kommt einer angerannt. In der Zeit sind wir da oben und können ihn dann chanten. Und dann gucken, wo uns das hinführt. Yep, das scheint zu funktionieren. Komm her, Cthulhu. Hey. Okay. So rum war das richtig. Oh, jetzt kommen hier noch mehr Leute. Yo. Ist lustig, sich immer mit denen zu unterhalten. Puff. Haben wir den hier schon mal ausgeschaltet, muss nur noch der hier weg. So. Puff! Aufpassen, nicht einen von den armen Mudaken erschießen, das wollen wir ja nicht. So, das haben wir aber geschafft. Alle Sliggies sind tot. Und hoffentlich kommt jetzt da keiner nach, wenn wir durch das Dings gehen. Das werden wir jetzt natürlich sofort austesten und wir werden mal quicksafen, denn hier ist ja absolut kein Checkpoint. So. Ihr kommt alle mal her. Ihr macht eine kleine Reise. So. Und natürlich kriegen wir dafür auch noch ein bisschen Shrykut-Power. So, die hier wollen wir natürlich auch nicht im Stich lassen. Die kommen auch mit. So. Zack. Super. So, was macht der hier? Oh, hallo. Hallo. Nimm das, du Tentakelgesicht. Bäm. Da wären wir den nochmal losgeworden hier. Jetzt haben wir aber schon noch vier Vögelchen. Hoffentlich reicht das für das, was jetzt noch kommt. Aha, hier haben wir so einen Schalter. Das brauchen wir bestimmt, um Sulak 3 freizuschalten. So, jetzt geht's Richtung Angestellten-Lounge. Oha.
Oh, das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt keine Shrike Power mehr. Oh Mist, ich wette, das war so geplant, dass man die hat. Was machen wir jetzt? Könnte bestimmt auch keiner mehr machen, ne? Ne. Jetzt steckt mir ganz schön eine Patsche. Den können wir eigentlich übernehmen, weil dieses blöde Dings im Weg ist. Davor alles nichts, wir müssen zurück. Das ist jetzt extrem blöd. Okay, beim nächsten Mal weiß ich es. Das nächste Mal spannen wir jetzt extra hier ein paar Mudaken auf, damit wir das andersrum machen können. Wieder einmal mehr ist so eine Geschichte hier richtig blöd gelaufen. Also, das gefällt mir schon mal gar nicht. Unsere Endwertung wird so grottenschlecht sein. Wir werden so wenig Leute retten, das ist fast schon eine Schande. Oh weia. Das kann ja nur schief gehen, oder? Hallo? Den können wir uns doch mal schnappen hier. So, weg mit den Slugs. Sind hier noch welche da? Nein. Gut. Auch nichts mehr. Den können wir nicht treffen. Ja, ich würde sagen, dann hat der Slick hier direkt mal ausgedient. Bye, bye. Bloop! So, den können wir ja so leider nicht überlisten. Da müssen wir wohl durch. Was machen wir mit dem Slicky hier? Kann man hier hoch? Ja. Bringt das mir was? Sieht nicht so aus. Was soll das hier eigentlich? Weiß ich jetzt nicht. Gut, da geht. Geht wohl nicht anders, wir müssen uns irgendwie an dem vorbeischleichen. Yep, das geht natürlich auch nicht. Gut. Ist der mich hier? Natürlich nicht. Ich bin direkt vor seiner Nase und der merkt das nicht. Das ist herrlich. Hallo? Ne. Na, das kann ja wieder lustig werden hier. Go, go. Ich habe eine Idee. Wir schnappen uns einfach den hier. Wir schießen die Slugs nicht, sondern nehmen die stattdessen mit. So, dann können wir den nämlich sagen, der soll den umbringen. Puff! Und er ist sogar noch da reinge... Das ist ja super. Das ist ja super. Komm her, komm her. Können wir den auch dann durchschicken? Vielleicht findet er noch einen. Ne, der findet natürlich nur. Daran habe ich nicht gedacht. Na gut, er kommt zu mir zurück. Kann ich den erschießen und dann den Slick erledigen. Und jetzt haben wir da unten frei. Das müsst jetzt hinhauen. So, müssen nur noch das Tor hier aufmachen. Und hier drunter durchrollen. So. Was haben wir denn hier? Hört er das? Ja, das hört er. Aber er geht zum Glück in die falsche Richtung. Das ist gut. Hallo. Was geht heute so? So, wenn wir das jetzt richtig kochen, dann können wir vielleicht das Ding da treffen. Heiß. Verdammt, das merkt er. Dann haben wir nicht gedacht. Gut, jetzt wissen wir ja schon mal, wie der Anfang hier funktioniert. Das Ganze hier direkt viel geschmeidiger. Komm mit. Schnapp ihn dir. Platsch. Perfekt. Puff, puff. Und Tschüssikowski.
Ja, findet Abe auch mega urkomisch. So, Schocktor auf und auf ein neues. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Vielleicht müssen wir den ja gar nicht erst aufwecken. Vielleicht kommen wir auch so an dem vorbei. Eher weniger. Da sind sogar noch Slogs. Also es wäre gut, wenn wir den Typen übernehmen können. Gut, dann das hier schnappen. Abwarten. Hallo. Wurf. Nicht getroffen. Nochmal versuchen. Ja, wir haben ihn. Müssen wir nur noch irgendwie diesen Sliggy hier übernehmen. Vielleicht legt er sich wieder pennen. Ha! Wie auf Stichwort. Dann können wir jetzt hier hoch. So. Nehmen wir uns natürlich den Checkpoint hier. Und jetzt ist der Slick fällig. So, mit dem können wir jetzt einfach den Schalter betätigen und alle anderen Slogs hier erschießen. Kommt doch. Das müssten alle gewesen sein. So, jetzt können wir uns den Slick erledigen. Entledigen. So, Jungs, der Weg ist frei. Folgt mir. Keine Sorge, ich kenne den Weg in die Freiheit. Es ist das orangene Ding da vorne. Und damit haben wir uns wieder die Macht von Shrykul verdient. Und damit geht es jetzt weiter in die nächste Prüfung. Vorausgesetzt, die bleibt bestehen, sieht nicht so aus. Na gut, dann halt eben nicht. So, jetzt haben wir wenigstens mal eine Prüfung geschafft, ohne dass wir irgendwo Daken zurücklassen mussten. So, Granaten haben wir auch noch. Da ist eine Mine. Das ist schon mal seltsam. Und hier ist ein Bewegungsmelder. Das kann doch nur schief gehen. Wow. Wow, wow, wow. Hallo. Ah, hoch. Und da haben sie schon ein paar von meinen Jungs erschossen. So, damit kann ich nicht leben. Mit dieser Schande. Vielleicht. Da haben wir den direkt mal schön hier ausgekontert. Oh. Okay, gehen wir erstmal weiter. Hier haben wir ein paar lästige Minen im Weg. Und wir machen mal einen Quicksave. Das muss sein. Das müssen wir jetzt mal gönnen. Oh, hallo! Genau deshalb. Alles kein Problem. Blip, 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 blip. Wie machen wir das jetzt? Durchrennen? Einfach durchrennen. Durchrennen! Hat bisher immer funktioniert. In dem Fall nicht. Nee, es muss ich irgendwie anders machen, sonst kann ich nicht alle retten. Okay, erstmal die Typen hier anlocken. Hallo! Hier rüber gehen. Da sehen wir doch schon den... Da kannst du Granate haben. Verdammt. Das können wir natürlich auch nicht auf die Reihe. Okay, dann müssen wir jetzt den Quicksave nochmal holen, sonst haben wir keine Granaten mehr. Haben wir ihn erwischt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut, nochmal. Hep. Schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Na, komm schon. Und jetzt geht der da auch noch weg. Ich fass es nicht. Noch von vorne. Jetzt kriegen wir das natürlich auch nicht auf die Reihe hier. So, das hatten wir. Hep. Hallo.
Sind jetzt gekommen oder nicht? Ja, sind sie, nur leider zu spät. Jungs, das kann dauern. Zu weit. Genau richtig, aber jetzt haben wir schon wieder nur noch eine. Hä? Was jetzt? Was jetzt? Ah gut, okay. Nichts passiert. Absolut nichts passiert. Ich bin also nichts zu befürchten. Ah, ich könnte natürlich die da einfach aus dem Weg bolzen. Und dann können wir uns an denen vielleicht einfach vorbeischleichen, weil die schlafen ja. Haha. Wisst ihr was? Man kann ja die Granaten auch einfach fallen lassen. Lass die einfach hier liegen. Im besten Fall erwischt es die beide sofort. Und wir laufen einfach nach links weg und gucken, was passiert. Hallo? Hat's geklappt? Natürlich nicht. So, nochmal. Muss jetzt einfach mal ausprobiert sein. Da opfer ich auch gerne mal in eins meiner ein bisschen Zeit für. In unserem Fall. Hallo. Wofür ist der Schalter hier eigentlich gut? Muss später mal ausprobieren. So, jetzt geht's aber erstmal hier hoch. Und hepp. Ah, jetzt sind natürlich wach geworden, alles klar. Das bestimmt nur, damit die Mutaken hier wegkommen. Gut, ihr könnt erstmal Granaten nachladen. Das hören die natürlich. So, dann würde ich sagen, wir warten einfach ab, bis die sich wieder da pennen legen, machen das Ding auf und werfen einfach mal eine Granate runter. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht, wenn ich den da so über die Bande. Ah, fast. Na, nicht. Mann, das ist gar nicht so einfach hier mit der. Da durchzutricksen. Probieren wir es mal so. Irgendwann kriege ich es hin. So nicht. Nein. Nein, oh Gott. Was werfe ich mir denn hier eigentlich zusammen? Oh mein... Ah! Ich glaube, inzwischen wäre es besser gewesen, wenn ich mich selber damit abgeworfen hätte. Aber Moment mal, das Ding ist kaputt. Oh mein Gott, ich werfe die ganze Zeit rum und bemerke gar nicht, dass der Sender da kaputt ist. Oh, Jungs, ich bin so blöd. So. Du darfst jetzt weg. Holen wir den Schalter hier aus. Der macht nichts, das finde ich gut. Oh doch, der holt den Lift hier. Mal gucken, wo der uns hinführt. Oh, hallo. Puff, 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 puff. So, sind wir auch alle los. Haben den Schalter hier schon gezogen. Zack. So. Jungs, ich habe gute Neuigkeiten für euch. Ich habe es geschafft. So. Ruf damit. Durch damit. An den Rand damit. Und ich habe das Ding vergessen. Okay, wartet hier. Ich will nicht, dass ich irgendeinen von euch in die Luft sprenge. Das wäre nicht so schön. Und das kann bei mir durchaus passieren. Haben wir ja gerade eben gesehen, wie gut meine Wurfkünste sind. So, jetzt haben wir es.
Freiheit! Und schrei cool! Nice! Und jetzt gucken wir mal, ob oben wirklich nichts mehr ist, weil da konnte man ja noch so nach oben springen. Wir wollen ja hier nichts unentdeckt lassen. Das ist sowieso schon was, was ich wo dran vorbeigerannt. So, hier scheint aber jetzt nichts mehr zu sein. Gut. Dann haben wir den Teil hier wohl auch geschafft. Und sogar mal alle retten können. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Episode. Wir laufen jetzt hier gerade noch zu Zulak 3. Doch viele Mudaken sind noch in Gefahr. Du musst sie retten. Und den Rest habe ich nicht lesen können. So, ab in den Zug. Fahren wir gerade noch darüber. In diesem, was ist denn, was ist das eigentlich ein Ding? Das ist eigentlich nur so ein Stahlkapselteil. Egal. So. Zulak 3. Mehr Wachen zeigen ihre Waffen. Die Slickhorden voller hastig angaffen. Da sind wir dann also in Zulak 3 und wie bereits angekündigt, das sehen wir dann in der nächsten Episode Oddworld New and Tasty Episode 12. Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ja.